Also wir werden heute den Abschnitt über NP-Vollständigkeit fertig machen und damit das Kapitel Komplexität abschließen und damit das Buch und damit auch fast das Semester beenden. Was dann noch kommt, ist ein kleiner Nachtrag zum dynamischen Programmieren. Da haben wir ja mittlerweile 3 Algorithmen gesehen oder 4. Ach, das schauen wir dann nachher nochmal an, kurz. Okay, ja, vielleicht steige ich hier nochmal kurz ein mit Wiederholung. Den Satz von Cook hatten wir uns angeschaut. Als ganz zentralen Dreh- und Angelpunkt für das Thema NP-Vollständigkeit, weil eben der Cook da gezeigt hat, dass die Erfüllbarkeit aussagenlogischer Formeln NP-vollständig ist. Das ist im Wesentlichen der einzige NP-Vollständigkeitsbeweis, der direkt geführt wird. Alle anderen Beweise, eben auch oder gerade hier, werden indirekt geführt über Reduzierung von Problemen auf andere. Okay, ja. Also, ich meine, bei so einem direkten Beweis, der besteht immer aus zwei Teilen. Erstens, man muss sich zeigen, das Problem liegt in NP. Und dann muss ich natürlich nachweisen, dass es NP-hart ist. Ja? Das heißt, dass ich alle anderen Probleme aus NP polynomiell darauf abbilden kann. Ja? Okay. Ja. Und was er jetzt da gemacht hat, ist, er zeigt praktisch, dass man die Abarbeitung einer Turing-Maschine als logische Formel beschreiben kann. Ja, ja, ich meine, gut, hier auf der Folie steht es ja nochmal. Also diese Aussage, eine Turing-Maschine T auf einer Eingabe Omega terminiert in einem Endzustand, dazu konstruiert er eine aussagenlogische Formel und die ist genau dann erfüllbar, wenn T in einem Endzustand terminiert. Also ist quasi diese aussagenlogische Formel oder der Nachweis der Erfüllbarkeit dieser Formel ist äquivalent zur Abarbeitung von der Turing-Maschine. Also simuliert die aussagenlogische Formel quasi die Turing-Maschine. Das ist die Idee. Ja, und dann macht er da so eine Konstruktion und da werden eben solche Startbedingungen, Randbedingungen, Transitionsbedingungen und Akzeptanzbedingungen formuliert. Und dann wird noch gezeigt, dass der Aufwand für die Übersetzung der Turing-Maschine in die Formel polynomiell ist. Ja, okay, und dann im Folgenden haben wir ein paar Reduktionsbeweise uns angeschaut. Zum einen, dass wir satt polynomiell auf 3-satt reduzieren können. Und damit ist dann sofort gezeigt, dass 3-satt auch NP-vollständig ist. Dann haben wir uns noch das Klickenproblem angeschaut. Da geht es darum, für einen gegebenen Graphen einen vollständig vernetzten Teilgraphen zu finden. Und auch hier haben wir gezeigt, dass Clique NP vollständig ist. Und zwar durch Reduktion von 3-satt auf das Clique-Problem. Ja. Man wandelt praktisch eine aussagenlogische Formel, und zwar eine 3-satt-Formel, um in einen Graphen. Und das Finden einer Clique in dem Graphen ist äquivalent dazu, die Erfüllbarkeit, also äquivalent zur Erfüllbarkeit der entsprechenden 3-Satz-Formel. Und damit ist die Reduktion bewiesen. Okay, so. Jetzt gibt es eine ganze Menge weiterer bekannter Probleme in NP. Und dann stellt sich natürlich für jedes von diesen Problemen in NP die Frage,
ist es jetzt NP-vollständig oder nicht NP-vollständig. Ja? Daraus hat sich eine eigene Wissenschaft entwickelt und ich habe hier jetzt mal ein Buch mitgebracht, Computers and Intractability, A Guide to the Theory of NP-Completeness. Ja? Gary und Johnson sind die Autoren, ich lasse es mal rumgehen. Also das ist ganz nett, also im ersten Drittel von dem Buch wird halt die Theorie entwickelt und der hintere Teil dann, also wie gesagt, mehr als die Hälfte vom Buch, ist eine Liste von Problemen, die NP-vollständig sind. Also sauber das Problem definiert und so weiter. Okay, gut. Ja, und wir schauen uns hier jetzt noch ein paar weitere NP-vollständige Probleme an. Ja? Ja. Also das erste, das er hier aufführt, ist das Select-Problem. Gegeben ist eine Folge natürlicher Zahlen, x1 bis xn, und eine weitere natürliche Zahl z. Und jetzt stellt sich die Frage, gibt es eine Auswahl von Elementen aus dieser Folge, sodass die Summe von den Elementen genau den Wert z ergibt. Ja? So. Ja, und das ist, ich meine, ist klar, man sieht sofort, das ist wieder so ein kombinatorisches Optimierungsproblem. Ja? Ja gut, wir können uns auch relativ schnell überlegen, wie würde ein naiver Algorithmus dafür aussehen? Naja, das ist doch simpel. Ich meine, ich habe gegeben diese n-Zahlen und jetzt ist die Frage, gibt es irgendeine Teilmenge von den n-Zahlen, deren Summe z ergibt? Alles ausprobieren. Alle Teilmengen ausprobieren. Wie viele Teilmengen gibt es? 2 hoch n. Ja? 2 hoch n Teilmengen, dann jeweils die Summe von diesen Teilmengen bestimmen und mit z vergleichen. Ja? Also die Rechenzeit wäre 2 hoch n mal n, weil wir müssen ja immer die Summe noch von diesen Elementen ausrechnen. Aber dadurch, dass wir das 2 hoch n haben, wissen wir sofort exponentielle Komplexität. Jetzt stellen sich natürlich mehrere Fragen. Also zum Beispiel die Frage, ist das Problem vielleicht effizienter lösbar? Gibt es vielleicht einen besseren Algorithmus? Vielleicht irgendeinen coolen Dynamic Programming Algorithmus? Dynamische Programmierung, ja? Würde es eigentlich, könnte man hier schon das Gefühl kriegen, Mensch, das kann man doch irgendwie besser hinkriegen. Weil wir können ja mit kleinen Teilmengen anfangen. Und sobald ich eine Teilmenge habe, was weiß ich, eine Teilmenge mit 5 Elementen, deren Summe kleiner ist als dieser Wert z, brauche ich Teilmengen davon gar nicht mehr anschauen. Und ich kann dann noch weitere Elemente dazu tun. Ja, aber offenbar ist das Problem nicht einfach. Weil das wurde als NP-vollständig nachgewiesen. Kann man nicht immer die größte Zahl aus unseren Elementen gucken, ob die reingeht und dann die reinlegen und so nach und nach immer wieder die größtmögliche Zahl, die wir haben, einfach versuchen reinzulegen? Ja, ja, langsam, aber klar, das kann man machen. Aber wenn ich jetzt die, nehmen wir mal ein Beispiel, z wäre 15, ja? Und unsere größte Zahl wäre 12. Ja? Und dann starte ich mit 12
und schaue, gibt es noch was, vielleicht 3 oder so, dass ich auf 15 komme. Wenn das geht, wunderbar. Wenn das aber nicht geht, ja, es kann ja sein, dass diese größte Zahl nicht zu einer Lösung führt. Und dann muss ich das verwerfen und muss völlig anders wieder neu anfangen. Offenbar hat das Problem die Eigenschaft, dass es sich nicht durch so lokale Schritte global optimieren lässt. Das ist immer die Problematik bei den Problemen, die dann wirklich NP-vollständig sind. Ja? Und offenbar hat das Problem diese Eigenschaft. Gut, dann hier das Hamilton-Circuit-Problem, und zwar gerichtet. Ich glaube, wir hatten das schon mal, Hamilton-Circuit, und zwar ungerichtet. Ja? Also gibt es einen Hamilton-Kreis, und zwar jetzt in einem gerichteten Graphen. Wir haben einen gerichteten Graphen und ja, und das Hamilton-Kreis heißt, gibt es eine Rundreise, die jeden Knoten genau einmal besucht. Ja. Genau. Dann jetzt Partition. Wiedergegeben eine Folge von natürlichen Zahlen. Und jetzt die Frage, lassen sich die Zahlen so aufteilen in 2 Teilmengen, dass die Summe beider Partitionen gleich ist. Also das ist hier jetzt symbolisiert durch diese Waage. Ja? Die Summe von der Zahlenmenge ist 8 und die Summe hier auch 8. Ja? Gibt es so eine Aufteilung in 2 Mengen, sodass deren Summe gleich ist? Ja? Und auch hier ist es wohl so, dass man im Worst Case so mehr oder weniger alle Kombinationen durchprobieren muss. Ja, genau. Dann haben wir noch Hamilton ungerichtet. Das ist die gleiche Aufgabe für einen ungerichteten Graphen. Auch das ist NP-vollständig. Dann haben wir hier noch Binpacking. Das Binpacking, das ist jetzt wieder verwandt zum Knappsackproblem. Und zwar gegeben sei eine Menge von Containern, also irgendwelche zum Beispiel Fässer wie hier, ja, und die sind alle gleich groß. Also die haben alle hier in dem Beispiel das Fassungsvermögen 6. Ja. Und dann haben wir wieder irgendwelche Objekte, die da rein sollen, mit einer bestimmten Größe. Das sind diese Zahlen x1 bis xn. Und jetzt ist die Frage, gibt es jetzt so eine Verteilung dieser Zahlen auf die Container mit... langsam. Ja, genau, okay. Also hier steht, existiert eine Zuordnung f von 1 bis n, also von unseren Zahlen, auf die Container 1 bis k mit Summe f von i gleich j, xi kleiner als v. Ich glaube fast, das müsste hier kleiner gleich v heißen. Ja, genau. Also das muss tatsächlich, also wenn da oben steht, ohne das Fassungsvermögen zu überschreiten, muss hier kleiner gleich stehen. Aber das ist letztlich egal, die sind beide gleich schwierig. Das ändert nichts an der Schwierigkeit von dem Problem. So. Ja, und das ist natürlich jetzt, hier ist es jetzt interessant, weil wir kennen schon das Knappsackproblem. Ja? Und vom Knappsackproblem wissen wir, ja, was wissen wir denn? Liegt es in NP, NP vollständig, oder was ist denn mit dem Knappsackproblem? Ja.
Wir hatten damals zwei Algorithmen angegeben. Einen rekursiven Algorithmus und dann einen mit so einer Schleife, der die dynamische Programmierung realisiert. Und darüber, nämlich über die Zeitkomplexität von den beiden Algorithmen, wissen wir, in welcher Klasse der liegt. Also der normale wahrscheinlich im NP, also ohne dynamische Programmierung. Also das ist richtig. Stopp. Genau, da müssen wir jetzt eine Sache klarstellen. Also der normale Knappsack-Algorithmus liegt in NP, war deine Aussage. Das ist erst einmal, wie soll ich sagen, fast schon eine syntaktisch falsche Aussage. Ja? Und zwar, ein Algorithmus kann niemals in NP liegen. Ja? Weil NP ist eine Menge von Sprachen, nicht von Algorithmen. Ganz wichtig. Ja? Also gut, und also wenn man jetzt sagt, eine Menge von Problemen, das ist auch noch okay. Das lasse ich mir noch gefallen. Ja? Weil die Probleme sind immer, wir reden zurzeit nur über Entscheidungsprobleme, das heißt über Wortprobleme von Sprachen. So, nur darüber reden wir. Wir reden, wenn es um die Mengen NP geht, reden wir in erster Linie erstmal nicht über Algorithmen. NP ist die Menge aller Sprachen, für die es eine nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die das Wortproblem in polynomialer Zeit löst. Also da spielen natürlich die Algorithmen mit rein, nämlich die Frage, gibt es eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die das Problem in polynomialer Zeit löst. So. Also, wenn wir die Frage jetzt anders formulieren, oder deine Aussage, nämlich das Knappsack-Problem liegt in NP, dann sage ich, jawohl, das ist richtig. Ohne dynamische Programmierung. Bitte? Ohne dynamische Programmierung. Das interessiert mich nicht. Es geht um die Frage, ob ein Problem in NP liegt, eine Sprache. Ja? Und das Knappsack-Problem liegt in NP. Es liegt definitiv in NP. Warum liegt es denn in NP? Warum liegt Knappsack in NP? M hoch n. M hoch n, ja? Und n ist ja die Anzahl unserer Elemente, oder? Die wir reinfüllen können. N? Nö, n ist das Volumen von dem Rucksack. Okay, aber jetzt, was heißt das jetzt wegen der Rechenzeit m hoch n? N ist ja in dem Fall ein Polynom und keine Exponentialfunktion. Doch, natürlich, das n ist die Problemgröße. Die Problemgröße wird definiert durch die Größe von dem Rucksack. Je größer der Rucksack, desto schwieriger wird es. Also exponentielles Wachstum. Aber übrigens, ich meine, eigentlich interessiert uns die Aussage gar nicht, weil diese Komplexität war ja angegeben für eine deterministische Turing-Maschine. Also da hatten wir ja einen Algorithmus angegeben. Ja?
Und das ist deterministisch. Jetzt ist die Frage, können wir Knappsack nicht deterministisch in polynomieller Zeit lösen? Ja. Auf jeden Fall. Weil der findet ja den optimalen Das Orakel ist im Weg sein, oder? Ja. Ja, genau. Das Orakel sagt uns der Reihe nach, welches Objekt wir reintun sollen. Und wir müssen dann bloß noch überprüfen, ob das alles reinpasst. Genau. Ach so, langsam, wie war denn das bei dem Knappsackproblem? War das formuliert als... Ja genau, gesucht ist eine optimale Lösung, oder? Ja, okay. Also dann müssen wir... Maximal. Ja. Wir wollen quasi den Wert von unserem Rucksack maximieren. So, dann müssen wir vielleicht doch noch, muss ich jetzt noch eine kurze kleine Nebenbemerkung machen, weil das Knappsackproblem ist jetzt ein Berechnungsproblem. Diese Probleme hier sind alles Entscheidungsprobleme. Und wenn wir über diese Theorie der NP-Vollständigkeit reden, überhaupt über die Komplexitätstheorie, geht es nur um Entscheidungsfragen. Ja? Also an der Stelle geht es immer nur um Entscheidungsfragen. Auch dieses ganze Buch hier, es geht nur um Entscheidungsfragen, nur um Ja-Nein-Fragen. So, aber das macht gar nicht so viel aus. Eigentlich könnte man meinen, viele Berechnungsprobleme verfallen damit dann raus. Nein, wir können sofort aus dem Knappsackproblem ein Entscheidungsproblem machen. Ja? Und zwar, indem wir die Frage stellen, wir können zum Beispiel fragen, gibt es eine Lösung von einem gegebenen Knappsackproblem mit Rucksackinhalt größer 24? Wenn ich die Frage stelle, dann muss ich eventuell, also dann muss ich im Worst Case das Problem lösen. Dann muss ich im Worst Case das Problem lösen. Ja? Nicht für jede Ja-Nein-Frage. Ich meine, ich kann natürlich auch die Frage stellen, gibt es eine Lösung mit Rucksackwert größer 1? Ja? Und da gibt es praktisch immer eine Lösung. Das erkenne ich sofort. Ich tue ein Objekt rein und sehe ich. Ja? Die Frage kann ich sofort beantworten. Aber wenn quasi die Schwelle, die ich angebe, sehr nahe am Optimum liegt, dann wird es sehr schwierig zu entscheiden, ja, geht es jetzt noch oder geht es nicht mehr? Und dann muss ich dafür das komplette Problem lösen. Aber interessant ist eben, weil die ganze NP-Theorie auf Entscheidungsproblemen basiert, müssen wir so ein Berechnungsproblem immer umwandeln in ein äquivalentes Entscheidungsproblem. Ja? Genau, und wenn wir das anschauen bei Binpacking, ich meine, wir hätten das auch so formulieren können wie unser Knappsackproblem und sagen, okay, gesucht ist eine Verteilung unserer Objekte auf diese Fässer, derart, dass die Summe der Objektgrößen in den Fässern maximal wird. So hätten wir es auch formulieren können, dann wäre es ein Optimierungsproblem. Nein, so ist es nicht formuliert, sondern da steht ja, existiert so eine Aufteilung, sodass die Summe kleiner als V wird. Ja? Und das ist jetzt ein Entscheidungsproblem. So. Aber es hat eine gewisse, also dieses Entscheidungsproblem hat eine gewisse Verwandtschaft mit der Entscheidungsvariante vom Knappsackproblem. Ach so, wir sind ja noch gar nicht fertig mit unserem Knappsackproblem. In welcher Klasse liegt es? Wo liegt es denn jetzt ganz genau? Wo liegt es ganz genau in unserer Komplexitätsklassenhierarchie? Jetzt fangen wir mal an, wieder dieses Mengenbild zu malen. Also, da haben wir hier irgendwo diese kleine Menge P, dann haben wir da NP und dann haben wir
da außerhalb irgendwo zum Beispiel Exp und so weiter. Aber das soll uns jetzt mal reichen. Ja? Uns geht es im Moment eigentlich eher um die Frage NP oder P. So, und wir haben jetzt gerade schon gesehen, Knapsack liegt in NP drin. Also die Entscheidungsvariante übrigens von Knapsack liegt in NP. Aber jetzt ist natürlich noch die Frage, die bleibt noch da oder da? Also ist Knapsack in P? Explizit heißt die Frage, gibt es eine deterministische Turing-Maschine, die Knapsack in polynomieller Zeit löst? Ja, das war ja dann das, was man mit dynamischer Programmierung gemacht hat. Genau so ist es. Weil da haben wir ja dann gesehen, das geht in Rechenzeit n mal m. Also Knapsack liegt in P. Binpacking liegt in NP und noch schlimmer, also hier habe ich vergessen einzuzeichnen, NPC, die NP-vollständigen Probleme. Binpacking liegt sogar hier drin. So, wie kann man das verstehen? Warum ist jetzt Knapsack so viel einfacher als Binpacking oder umgekehrt? Warum ist Binpacking schwieriger? Was war nochmal das? Beim Binpacking daran, dass ich halt mehrere Objekte füllen muss. Genau. Weil da kann ich ja auch verteilen, mal, ob es besser ist, in dem einen Container oder im anderen was reinzulegen. Das hängt damit zusammen. Beziehungsweise unser Knapsack ist deswegen einfacher, weil das Knapsackproblem, man darf sich nicht durch diese Rucksackvorstellung irritieren lassen. Ich meine, ein realer Rucksack ist was Dreidimensionales, aber das Knapsackproblem ist eigentlich ein eindimensionales Problem. Ja? Oder senkrecht vielleicht. Ich kann ein Objekt reintun, das nächste obendrauf, obendrauf, obendrauf und gucken, ob dann quasi die Werte, also das Volumen darf das Maximum nicht überschreiten und dann gucken wir an, was ist der maximale Wert. Aber beim Knapsack, ganz wichtig, da spielt die Reihenfolge überhaupt keine Rolle. Ob ich zuerst das Kleine reintue und dann das Größere oder umgekehrt, kommt aufs Gleiche raus. Ja? Hier sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Also hier kommt es sehr wohl auf die Reihenfolge an. Zum Beispiel da in dem linken Fass ist jetzt 1 und 4 drin. Ja? Und wenn ich die 4 halt einmal in das erste Fass reingetan habe und das war vielleicht falsch, Und die 4 müsste vielleicht in ein anderes Fass, dann muss ich das wieder rückgängig machen und andere Kombinationen durchprobieren. Hingegen bei Knapsack haben wir eben gesehen, da müssen wir gar nicht so viele Kombinationen probieren, wenn wir es geschickt genug machen, so wie der Algorithmus eben geht. Ja. Und hier, weil wir da eben so viele verschiedene Container haben, ist das Problem nimmer so eindimensional wie Knapsack. Bei Knapsack einfach aufeinander drauf. Aber hier, ich meine, in dem einzelnen Container ist es auch wie bei Knapsack, einfach aufeinander drauf. Da spielt die Reihenfolge keine Rolle. Aber natürlich spielt die Frage eine Rolle, in welchen Container tun wir das Zeug rein. Ja? Das heißt, das ist jetzt, wenn man so will, zum zweidimensionalen Problem geworden und offenbar schwieriger. Okay. Und sogar NP vollständig. Und erinnern wir uns dran, NP vollständig, diese Menge der NP vollständigen Probleme, die sind quasi alle äquivalent. Weil, ja, vielleicht nochmal kurz die Frage, was heißt denn NP vollständig? Wann ist eine Sprache NP vollständig? Wenn ich alle anderen Sprachen in NP auf diese Sprache reduzieren kann. Ja? Oder anders gesagt, ein Solver für diese Sprache kann alle anderen Probleme aus NP simulieren bzw. lösen. Ja? Also
deswegen ist diese Klasse so wichtig. Wenn ich ein Problem da hier drin effizient lösen kann, kann ich alle anderen aus NP auch effizient lösen. Ja? Also jedes NP-vollständige Problem simuliert quasi die Lösung aller anderen Probleme in NP. Und das ist ja schon interessant, ich meine, dieses popelige Bin-Packing-Problem, wenn ich das lösen kann, kann ich auch jede aussagenlogische Formel damit beweisen. Über eine Transformation. Also offenbar kann man das SAT-Problem darauf transformieren. Okay, und zwar mit polynomiellem Aufwand. Gut, so, dann haben wir hier noch ein ganz weiteres, ganz prominentes Problem, das Traveling Salesman Problem oder Problem des Handlungsreisenden. Gegeben ist eine Menge von Städten, N Städte und eine Landkarte derart, dass es zwischen jedem Paar von den Städten eine Straße gibt. Also wenn ich N Städte habe, dann gibt es also Größenordnung n Quadratstraßen. Von jeder Stadt zu jeder anderen gibt es eine direkte Straßenverbindung. So. Okay, und jetzt geht es um die Frage, was ist denn die kürzeste Route für einen Handlungsreisenden, der nacheinander alle N-Städte besuchen will? In welcher Reihenfolge macht er das am besten? So, das wäre, so wie ich es jetzt formuliert habe, wäre ein Optimierungsproblem. Gesucht eine kürzeste Route. Hier haben wir aber die Entscheidungsvariante davon. Das heißt, da muss jetzt eine Ja-Nein-Frage gestellt werden und hier steht sie. Für eine gegebene Konstante K gilt es zu entscheiden, ob alle Städte auf einem Rundweg besucht werden können, dessen Länge den Wert K nicht überschreitet. Und schon haben wir dieses Optimierungsproblem in ein Entscheidungsproblem umgewandelt. Ja, gut. Auch hier kann man sich ganz schnell über einen naiven Algorithmus Gedanken machen. Der naive Algorithmus wäre der, wir probieren einfach alle Rundreisen aus. Ja? Für jede einzelne Rundreise durch diese N-Städte rechnen wir aus, wie lang sie ist und vergleichen es mit der Konstante K. Jetzt ist nur noch die Frage, wie viele Rundreisen gibt es? K Rundreisen? Das wohl sicher nicht, weil K ist ja die Konstante. Also das ist die Frage, gibt es eine Rundreise kürzer als 100 Kilometer? Das wäre die Zahl, der Wert K. Die Zahl der Rundreisen hängt sicher von der Zahl der Städte ab, die wir da haben. Ja, also wie viele? Nö, es sind N-Fakultät, aber es ist eine ähnliche Größenordnung. N-Fakultät, warum? Weil es geht ja darum, eine Permutation von den Städten zu finden. Ja? Und es gibt N-Fakultät-Permutationen. Also für die erste Stadt habe ich N-Möglichkeiten. Wenn ich die gewählt habe, habe ich für die zweite N-1 mal N-2 und so weiter. Ja? Also N-Fakultät. Wobei wir dann für jede Rundreise auch nochmal die Summe ausrechnen müssen. Also wir haben sowas wie N mal N-Fakultät Rechenzeit. Ja, wenn wir das deterministisch durchführen, nicht deterministisch, naja, da fragen wir halt bei jeder Stadt unser Orakel, welche nehme ich als nächstes? Und am Ende rechne ich die Summe aus und vergleiche es mit K und fertig. Und das geht natürlich linear. Okay,
Gut, ja, damit wären wir jetzt tatsächlich durch. Ja. Ich meine, das sind jetzt nur ein paar wenige von den vielen NP-vollständigen Problemen. Aber es gibt in dem Kapitel noch eine ganze Menge interessante offene Fragen, allen voran die PNP-Frage. Also das Bild, wie wir es hier haben, ist die Frage, ist das Bild so richtig, nämlich dass P eine echte Teilmenge von NP ist, oder ist P vielleicht so groß wie NP? Wenn die Antwort ja lautet, heißt es, alle Probleme, die in NP sind, zum Beispiel TSP, sind gar nicht so schwierig, sondern wir waren bisher bloß zu blöd, einen guten Algorithmus zu finden. Natürlich vermuten alle Experten, P ist ungleich NP. Aber das konnte bisher noch keiner beweisen. Es ist noch ein offenes, übrigens ganz wichtiges Problem für die Informatik. Und zwar eine, schauen wir doch mal beide Varianten an. Angenommen, wir könnten beweisen, dass P gleich NP ist. Das Gute daran wäre, wir könnten viele so ganz schwierige Probleme wie TSP oder Binpacking und so weiter oder Klickenproblem, die könnten wir plötzlich alle ganz schnell lösen. Ja? Also ganz viele schwierige kombinatorische Optimierungsprobleme wären plötzlich leicht. Das wäre natürlich toll, weil wir könnten viele Probleme lösen, die wir heute noch nicht lösen können. Die schlechte Nachricht an P gleich NP wäre zum Beispiel, dass in der Kryptographie beim Verschlüsseln viele Algorithmen plötzlich kaputt wären. Also was heißt kaputt? Die wären nicht mehr sicher, weil die Angriffe, die ja meistens auch irgendwelche kombinatorischen Suchprobleme sind, ich probiere halt einfach alle Schlüssel durch, die Angriffe für bestimmte Problemklassen wären plötzlich viel leichter und viel schneller. Zum Beispiel für die ganzen Public-Key-Algorithmen, die könnte man schnell knacken. Wenn wir hingegen beweisen könnten, dass P ungleich NP ist, dann wäre der Frust wäre natürlich der, okay, TSP wird man nie effizient lösen können. Die gute Nachricht wäre aber, dass dann zum Beispiel gewisse Verschlüsselungsalgorithmen, da hätte man wesentlich mehr Sicherheit, bräuchte man immer Angst haben, oh, vielleicht kommt ja morgen einer, der das PNP-Problem löst, also der P gleich NP zeigt und dann ist alles kaputt. Ja, okay, aber es ist noch ein offenes Problem und wir werden das heute nicht lösen. So, und jetzt gehe ich nochmal zurück. Und zwar zurück bis an den Punkt, wo wir das Knappsackproblem besprochen hatten. Ja, genau, hier hatten wir Knappsack besprochen. Ja, schauen wir es doch gerade mal kurz an, das Knappsackproblem. Also, wir hatten diesen rekursiven Algorithmus, der ja einfach so einen kombinatorischen Suchbaum aufbaut und alle Möglichkeiten durchprobiert. Also, wir überlegen erst, als erstes Objekt, was tun wir rein? Welches von den vier Typen tun wir rein? Dann haben wir einen vierfach verzweigenden Baum. Dann überlegen wir als nächstes wieder, welches von den Vieren tun wir rein und kriegen wieder. Also wir kriegen so einen Baum mit einem Verzweigungsfaktor von 4, den man durchsuchen muss und das führt zu exponentieller Komplexität. So, also O von M hoch N Komplexität. Dann haben wir diesen Dynamic Programming Algorithmus angeschaut, der das
Und zwar, und das ist die wichtige Idee beim dynamischen Programmierung, der verwendet jetzt eine interessante Datenstruktur. In dem Fall ist es jetzt eine Matrix, in der Zwischenergebnisse gespeichert werden. Ja? Und der Inhalt von dieser Matrix wird immer wieder verändert, aktualisiert. Das steckt quasi hinter dem Dynamic Programming. Ich mache so einen dynamischen Update. Ich aktualisiere die Werte in dieser Matrix immer. Wobei, ja, sorry, eigentlich ist es gar keine Matrix, sondern man sieht, es ist nur ein Vektor, best von J. Ja? Also quasi für jede Rucksackfüllung von J gleich 0 bis 14 bis zum Maximum schaue ich mir an, was ist die optimale Füllung. Und das merke ich mir, das sind diese Werte best von J. Ja? Und wenn ich nur mit Objekt A arbeite, geht es bis 16. So, das heißt, jetzt ist dieser Vektor einmal gefüllt. Und jetzt probiere ich auch noch Objekttyp 2 für i gleich 1. Und man sieht, hier wird jetzt aktualisiert. Also da kriegen wir jetzt neue, bessere Werte rein und so weiter. Dann probieren wir Typ C noch und dann Typ D noch. Und dann sind wir fertig. So. Ja, aber eben dynamischer Update von diesen Bestwerten in diesem Vektor drin. Ja, und so kommen wir jetzt zu einer Komplexität, also Rechenzeit, die linear mit der Rucksackgröße n wächst. So. Und jetzt möchte ich da nochmal ein bisschen rekapitulieren und diese verschiedenen Beispiele nochmal vergleichen und anschauen und vielleicht auch ein bisschen was daraus lernen. Also wir haben bisher 4 Berechnungsprobleme kennengelernt, die mit dynamischer Programmierung deutlich schneller gelöst werden können als rekursiv. Das erste war der CYK-Algorithmus für das Parsen kontextfreier Sprachen. Also es geht um das Wortproblem für kontextfreie Sprachen. Ja, das ist das Problem und das schauen wir uns gleich nochmal an. Ja. Dann haben wir das Rucksackproblem gesehen. Dann das Dynamic Time Warping. Übrigens hinten dran in Klammer steht immer, aus welcher Vorlesung wir das kennen. Die ersten beiden, ist klar, die kennen wir jetzt hier aus TINF. Dynamic Time Warping, das kennen wir aus lernfähige Roboter. Und dann kennen wir noch Lernen durch Verstärkung aus der KI. Und diese 4 Probleme, die schauen wir uns jetzt nochmal kurz an. Starten wir beim CYK-Algorithmus. Nochmal, wir reden nicht über einen Algorithmus, sondern wir reden über ein Entscheidungsproblem. Und das ist das Wortproblem für kontextfreie Sprachen. Ja? Und zwar, gegeben ist, so wie wir da links sehen, gegeben ist eine Grammatik und dann ein Wort. Hier dieses binäre Wort 110100 und die Frage, ist das Wort in der durch die Grammatik G erzeugten Sprache? So. Ja, da hatten wir den CYK-Algorithmus kennengelernt. Schauen wir vielleicht gerade noch mal kurz an, was der tut hier. Das ist übrigens das Beispiel aus den Übungen. Das Beispiel aus dem eigentlichen Buchkapitel bzw. von meinen Folien ist einfach nicht gut. Ich muss das einmal ersetzen durch ein besseres, weil das zu simpel ist. Das ist zu simpel. Ja? Das ist das Beispiel aus den Übungen. Also hier haben wir die Grammatik. So, und was machen wir? Wir starten hier oben mit unserem Eingabewort. So, und jetzt schauen wir an, und übrigens wichtig nochmal, die Grammatik, die muss in Chomsky-Normalform sein. Chomsky-Normalform heißt ja, wir haben also unsere linke Seite, unsere Grammatikvariable auf der linken Seite bildet ab, entweder auf 2 neue Variablen oder eine Konstante. Alles andere ist nicht erlaubt. Ja. Also das heißt, wir haben entweder hier eine binäre Verzweigung
oder ein Terminalsymbol. So. Und weil wir so eine einfach strukturierte Grammatik haben, ist klar, in dem ersten Schritt geht es hier nur von Terminalsymbol zu Variable. Also, und wir sehen, bei der 1 gibt es nur, wenn wir da quasi rückwärts gehen, nur das B. Dann hier auch. Bei 0 gibt es A und C. Zwei Möglichkeiten. 1 wieder B, 0 AC und 0 AC. So. Und hier schauen wir jetzt, ja, jetzt schauen wir zum Beispiel bei B, ob wir eine Regel haben, BB. Eine Regel, bei der auf der rechten Seite BB steht, dann könnten wir hier was eintragen. Gibt es offenbar nicht. Wenn wir jetzt hierher gehen, dann müssen wir schauen, ob es eine Regel gibt, die nach B und A oder B und S verzweigt. Ja? Und es gibt tatsächlich eine Regel, A-Pfeil BA, deswegen hier ein A und so weiter. Ja? So. Dieser CYK-Algorithmus, der hat kubische Komplexität. Ich meine, dass er mindestens quadratische Komplexität hat, ist klar, weil wir hier so eine obere Dreiecksmatrix auffüllen und die Zahl der Elemente wächst natürlich quadratisch mit der Länge von diesem Wort da oben. Aber wir müssen außerdem immer noch eine Schleife durchgehen. Und zwar, wir gehen praktisch hier eine Schleife durch, bei der wir hier ganz nach unten wandern und da wieder und so weiter. Ja? Und dann immer, wir betrachten ja immer solche Paare. Also wenn wir hier sind, betrachten wir, wenn wir jetzt zum Beispiel hier sind, dann betrachten wir Folgendes. Wenn wir hier stehen, betrachten wir diese Verzweigung, dann diese, dann diese. Ja? Und dann die, oder? So geht's. Und also das wäre praktisch 1, 2, 3, 4. So schaut's aus, genau. So, und das praktisch, diese Möglichkeiten durchgehen, das liefert uns nochmal einen linearen Aufwand und deswegen kriegen wir kubischen Rechenaufwand. So, aber immerhin nur kubischen Rechenaufwand. Ja? Das heißt, das Wortproblem für Typ 1 Sprachen liegt in P, ist damit gezeigt. Ja? Wir haben einen deterministischen Algorithmus, der es in polynomieller Zeit schafft. So, und jetzt möchte ich aber mal nochmal, um klar zu machen, wie cool dieser CYK-Algorithmus ist, einmal nochmal zeigen, wie man, ich meine, ist klar, ich präsentiere den Algorithmus, dann ist alles klar und ihr sagt, ja klar. Wenn ich den aber nicht präsentiert hätte, sollte man vielleicht mal machen. Nächstes Jahr sage ich, hey Leute, überlegt euch einmal einen Algorithmus für Chomsky-Typ 1 Grammatiken, also für kontextfreie Grammatiken, Typ 2, ja, für kontextfreie Grammatiken, ein Algorithmus, der das Wortproblem löst. Vielleicht würde mancher dann auf sowas kommen, wie wir jetzt hier haben auf der Folie. Das ist nämlich der naive Algorithmus. Und zwar, also ich hab die Grammatik hier einfach so nochmal hingeschrieben, weil wir hier unten jetzt horizontal so viel Platz brauchen. Also S-Pfeil AB oder BC, A-Pfeil BA oder 0, B-Pfeil CC oder 1, C-Pfeil AB oder 0. Und jetzt ist die Frage, lässt sich dieses Wort, das ist genau das von vorhin auch, durch diese Grammatik ableiten. So, und was machen wir jetzt? Naja, das ist natürlich die Standardidee. Wir versuchen rückwärts über unsere Grammatikregeln von dem Wort zum Startsymbol zu kommen. Ja? Okay, das habe ich jetzt einmal getan. Und zwar, wir schauen einfach 1, 1, 0, 1, 0, 0. Was für Regeln haben wir, um eine 1 abzuleiten? Naja, da haben wir B-Pfeil 1. Also können wir aus der 1, für die 1 zum Beispiel, Moment, wie ist das? Ja, für jede 1 können wir sofort ein B hinschreiben. Ja?
Also zum Beispiel 1, 1, 1. Da kriegen wir drei Bs. Die drei Bs hier zum Beispiel. Jetzt bei der 0, da haben wir zwei Möglichkeiten. Nämlich C-Pfeil 0 oder A-Pfeil 0. So, das heißt, wir kriegen jetzt also jedes Wort quasi rückwärts, einen Schritt zurück in der Ableitung, hat diese drei Bs. Das sehen wir hier. Da haben wir 8 Worte. Alle haben genau diese drei Bs. Und dann haben wir noch frei hier und da und da. Und da können wir jeweils A oder C einsetzen. Jetzt haben wir drei Stellen, an denen wir zwei Möglichkeiten haben. Gibt 2 hoch 3 Möglichkeiten, also 8. Hier, 3 A's, C-A-A, A-C-A, A-A-C, C-C-A, C-A-C, A-C-C, C-C-C. Das sind die 8 Varianten. So, also das heißt, wenn ich dieses Wort ableite, dann bin ich im vorletzten Schritt über eines von diesen Worten gekommen. Welches, weiß ich jetzt nicht. Und dann probieren wir kombinatorisch weiter. Ich meine, ich habe hier überall viele Möglichkeiten, die habe ich mir nicht alle angeschaut, könnte man ja auch gar nicht auf die Folie zeichnen. Hier zum Beispiel B, B, A, B, C, A. Naja, da können wir jetzt überlegen, B, B haben wir nirgends auf der rechten Seite stehen, aber B, A haben wir auf der rechten Seite stehen. B, A haben wir auf der rechten Seite und zwar hier. Das heißt, wir können jetzt für dieses B, A, das können wir durch A ersetzen. Wo haben wir das gemacht? Hier. Das ist die erste Variante. Wenn wir da A durch B, A ersetzen, kommen wir daher. So. Wir können aber auch, die nächste Möglichkeit ist, dass wir hier dieses AB, was haben wir da, S-Pfeil AB und C-Pfeil AB. Also für dieses AB haben wir die Möglichkeit, ein S zu setzen oder ein C. So, was haben wir dann noch? Dann haben wir noch BC, ja, BC haben wir hier. Also wir können jetzt auch dieses BC hier durch S ersetzen. Und das ist auch schon alles, weil CA haben wir nicht, ja, auf der rechten Seite. Man sieht, wir kriegen so einen kombinatorisch verzweigenden Baum und das ist der naive Algorithmus. Alle Möglichkeiten durchprobieren. Klar? Gut, die Komplexität. Also T von N, und jetzt P, groß P, ist unsere Regelmenge von der Grammatik. Ja? Und das ist die Mächtigkeit von P, das heißt die Zahl der Regeln. Ja? So, jetzt der Verzweigungsfaktor im Worst Case ist höchstens so groß wie die Zahl der Regeln. Ist klar, ich meine, ich kann nicht mehr als jede Regel einmal rückwärts anwenden. Also kriegen wir überall, also der Verzweigungsfaktor von dem Baum ist die Mächtigkeit von P. Und die Tiefe von dem Baum ist höchstens N, weil N die Wortlänge ist. Und es ist ja so, Moment, wie ist denn das? Ja, langsam. Ja, ich glaube, ja, also groß O von P hoch N, das passt. Ja. Die tatsächliche Zeit ist wohl eine Konstante mal P hoch N plus 1, weil in diesem ersten Schritt von hier nach da verkürzen wir ja die Wortlänge nicht. Ja? In jedem weiteren Schritt machen wir das Wort genau um 1 kürzer. Ja? Das heißt, wir haben hier tatsächlich n Schritte darunter, bis wir dann beim Startsymbol angekommen sind. Aber da noch einen weiter. Aber jedenfalls O von P hoch n, wir haben exponentielle Komplexität. So, wir sehen also sehr schön, wie unser CYK-Algorithmus man muss schon sagen, genialer Art und Weise, dieses doch nicht ganz triviale kombinatorische Suchproblem sehr effizient löst. Und zwar, wenn wir vergleichen es jetzt mit dem Knappsack, das haben wir ja gerade vorhin nochmal angeschaut, eigentlich in einer ähnlichen Art und Weise. Das naive, rekursive Knappsackproblem spannt auch so einen Suchbaum auf. Unser Knappsack-Algorithmus, der nimmt einen Vektor und merkt sich solche Zwischenwerte und schreibt die da rein.
Jetzt der CYK-Algorithmus, der macht eigentlich noch was viel Cooleres. Also ich finde, da steckt viel mehr Gehalt nur drin als beim Knappsage-Algorithmus. Weil, naja, was macht denn der hier? Zum Beispiel da stehen jetzt zwei Symbole drin. Da stehen auch zwei Symbole drin und da könnten auch viel mehr noch drin stehen. Das heißt, wir tun eigentlich diese Varianten, die wir haben in unserem explodierenden Suchbaum, in sehr effizienter Weise hier in diese obere Dreiecksmatrix reinschreiben. Ja? Und dann müssen wir nur noch, also nochmal, wenn wir jetzt zum Beispiel hier stehen, dann müssen wir nur noch diese Kombination, also 1, 2, 3 durchgehen. Ja? Und das geht mit linearem Aufwand. Wir müssen nicht kombinatorisch alles Mögliche durchprobieren. Und das liegt an diversen Tricks. Das liegt natürlich daran, dass die Grammatik in Chomsky Normalform ist. Und daran, dass wir dann, wenn wir so einen Binärbaum haben, hier nur noch bestimmte Möglichkeiten uns anschauen müssen in dieser Dreiecksmatrix. Ja. Aber es ist wieder diese Idee, wir verwenden eine Datenstruktur und oft ist es eine Matrix, in der wir uns quasi merken, was wir alles schon gemacht haben. Jetzt bei so einem rekursiven Suchbaum, da habe ich praktisch in jedem Zweig was völlig anderes. Ja? Und der eine Zweig kriegt nichts mit, was in dem anderen Zweig passiert. Und das ist hier nicht mehr der Fall. Wir kriegen da so eine Interaktion rein. Okay, also das war CYK. Ja, dann schauen wir an, Knappsack haben wir ja vorhin schon angeschaut. Dann schauen wir uns jetzt an Dynamic Time Warping. Das hatten wir uns ja angeschaut als eine Möglichkeit. Wie war denn das? Wir haben beim Lernen durch Demonstration für unseren Service-Roboter, da wollen wir ja eine gemittelte Trajektorie berechnen. Ja? Und also der Endeffektor, also zum Beispiel der Greifer von meinem Roboter, wenn ich jetzt sowas mache, ich greife hier hin, nehme diesen Krug und stell den woanders hin. So, dann fährt mein Endeffektor, also meine Fingerspitzen, fahren eine bestimmte Trajektorie ab. So. Und sowas haben wir hier. Nach rechts die Zeit aufgetragen, nach oben eine Raumkoordinate, x zum Beispiel. Und das Rote wäre jetzt vielleicht die Bewegungstrajektorie in der x-Koordinate, die jetzt der Endeffektor ausgeführt hat. So. Und das machen wir jetzt ein paar Mal vor und dann wollen wir ja darüber mitteln. Hier haben wir eine zweite Demonstration. So, und jetzt sieht man ja, dass bei diesen Kurven, die sind ja ganz ähnlich. Und wenn ich jetzt hier mittle über die Kurven, dann kommt nichts besonders Sinnvolles raus. Sondern das Mitteln ist nur dann sinnvoll, wenn so passende Teile, zum Beispiel dieses Minimum und das, wenn die aufeinander liegen. Ja? Oder das Maximum und das oder dieses Minimum und das hier, die müssen quasi synchronisiert werden. Gesucht ist also jetzt eine absolut nicht triviale Aufgabe, eine nichtlineare Abbildung der Zeitachse von der roten Kurve auf die Zeitachse von der blauen Kurve, derart, dass entsprechend passende Punkte aufeinander verschoben werden. Ja? So, und wenn man das anwendet als Ergebnis, kommt ja dann sowas raus. Ja? Da sieht man, sind jetzt diese Kurven sehr schön synchronisiert. So, wie macht man das nochmal? Also gesucht diese Trajektorien. Die erste Trajektorie TA, die hat lauter x-Werte. x1, also obere Index A steht für die Nummer von der Trajektorie. Und dann, das sind mal die Indizes von meinen x-Werten. Also ich habe hier m Messwerte bei der ersten Trajektorie. Bei der zweiten habe ich n Messwerte. Und die müssen übrigens nicht gleich viele sein. Die erste Trajektorie hat vielleicht 1500 Messwerte und die zweite bloß 1300. So.
Ja, und gesucht, nochmal, gesucht ist jetzt praktisch eine Abbildung von diesen Nummern auf die Nummern. Vielleicht gehört ja die 1 hier zu der 2 und die 2 hier zur 5 und so weiter. So, und um das Problem zu lösen, brauchen wir ein Abstandsmaß. Ein Abstandsmaß für solche Trajektorien voneinander. Ja? Und man kann dann eine Abstandsmatrix ausrechnen. Ja? Zum Beispiel derart, dass man sagt, d von xia zu xjb ist xia Punkt minus xjb Punkt. Also da nimmt man jetzt die Ableitung. Das heißt, die Steilheit der Kurven, ich möchte praktisch immer Punkte mit gleicher Steilheit aufeinander abbilden. Das wäre so die Zielvorstellung. So, ja. Das ist jetzt der Abstand von zwei Punkten. Wir wollen natürlich ein kumuliertes Problem. Wir wollen, dass über die gesamte Trajektorie irgendwie die Summe aller Abstände minimiert wird. Und ja, hier in dem Bild sieht man jetzt nochmal die Abstandsmatrix. Also hier haben wir, das Blaue wäre jetzt die eine Trajektorie und das Rote die andere. Also ich meine, das ist natürlich, die steht jetzt im Wesentlichen auf dem Kopf. Das wäre dieses erste Minimum, entspricht dem und so weiter. Und die Farbe hier in dem Diagramm, die gibt jetzt an den Abstand. Ja? Und zwar schwarz bedeutet sehr kleinen Abstand und dann entsprechend größerer Abstand. Rot ist wahrscheinlich der höchste Wert hier. Ja? So, und was wir jetzt eigentlich wollen, wir suchen einen Pfad, das Gelbe, hier, das ist die Lösung. Wir suchen so einen Pfad. Und der Pfad gibt uns ja immer so eine Abbildung an. Das heißt, diese Werte hier auf der einen Trajektorie werden alle auf den Wert abgebildet und hier entsprechend. Ja? Genau. Also so haben wir jetzt so eine Abbildung von den Indizes des einen Pfades auf die Indizes vom anderen Pfad. Und das Ziel ist, da so einen Pfad zu finden, sodass die Summe aller Werte, die da drin stehen, in der Abstandsmatrix minimal wird. So. Ja, gut, das rechte Bild schauen wir uns später an. Und jetzt machen wir uns mal wieder Gedanken, das mache ich übrigens gerne auch in KI oder sonst wie. Immer erst einmal, wenn ich ein Problem habe, nicht überlegen, was wäre denn ein ausgefuchster Algorithmus, sondern erst mal überlegen, wie würde ich das, wenn ich unendlich Rechenpower hätte, ganz naiv lösen, ohne viel denken zu müssen, ohne viel programmieren zu müssen, ein ganz einfacher Algorithmus. Naja, und hier wäre der naive Algorithmus, wir vergleichen die Längen von allen Pfaden, die es gibt. Also nochmal, wir schauen uns das gar nicht so genau an, sondern wir nehmen irgendeinen Pfad, der vielleicht irgendwie so geht, und rechnen die Summe aller Abstandswerte aus. Und dann nehmen wir einen Pfad, der vielleicht so geht und einen so und so weiter. Wir nehmen aber alle Pfade, die es gibt durch die Matrix, rechnen für jeden Pfad die Länge aus und fertig. Das ist der naive, einfachste Algorithmus. So. Ja, und wie viele Pfade gibt es? Also erst einmal die Pfadlänge. Wenn wir diagonale Schritte verbieten in unserer Matrix, wichtig, also wenn man diese Matrix, das ist ja dann so ein Schachbrettmuster, so zum Beispiel. Und wir erlauben jetzt nur Pfade, die waagrecht oder senkrecht gehen. So zum Beispiel. Das wäre jetzt ein Pfad oder das hier wäre ein anderer Pfad. Wenn wir nur solche Pfade erlauben,
dann ist die Pfadlänge immer n plus m plus, minus 1. Also hier wäre n 2, 4, 5 und m wäre 4. Also wäre die Pfadlänge 4 plus 5 ist 9, minus 1 ist 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7? Ach so, sorry, aber wenn man die Knoten, wenn man die Punkte zählt, dann ist es tatsächlich 8. Ja? Genau, ich habe diesen ersten nicht mitgezählt. Ja. Okay. Die Pfadlänge brauchen wir deswegen, weil wir müssen ja die Werte, die in den Matrixelementen drinstehen, alle aufsummieren. Ja? Die Summation kostet uns so viel Rechenzeit. Das müssen wir für jeden Pfad machen. Das heißt, die Gesamtrechenzeit, ganz einfach, ist die Pfadlänge mal die Zahl der Pfade. Also hier Pfadlänge und Q ist jetzt die Zahl der Pfade. Die Zahl der Pfade, das müssen wir herausfinden, die müssen wir ausrechnen. So. Dazu kann man sich folgendes Bild anschauen, das haben wir ja alles gemacht in Lero, bloß zur Wiederholung nochmal. Und zwar, hier haben wir jetzt ja so eine Matrix angegeben, so wie da. Und die Zahlen, die da drin stehen, das ist genau die Zahl der Pfade, zum Beispiel bis hierher, von links unten nach rechts oben gibt es 792 Pfade. Ja? Warum? Fangen wir mal hier an. Ich meine, von hier nach da gibt es genau einen Pfad, deswegen steht da 1. Ja? Und bis hierher gibt es auch nur genau einen Pfad. Ja? Übrigens, weil verboten ist es natürlich auch, wenn wir einmal hochgegangen sind, wir dürfen nicht wieder runtergehen. Wenn wir einmal nach rechts gegangen sind, wir dürfen nicht wieder nach links gehen. Deswegen kann ich hier nur über einen Pfad, also so ein Pfad ist nicht erlaubt. Ja? Also hier unten gibt es überall nur einen Pfad. Daher gibt es zwei Pfade, nämlich 1, 2. Hierher gibt es drei Pfade, nämlich 1, 2, 3. Ja? Und das die interessante Eigenschaft von der Matrix ist nämlich die, wenn es hierher zwei Pfade gibt und daher einen Pfad, dann gibt es daher drei Pfade. Weil hierher gibt es genau zwei Möglichkeiten, nämlich die hier und die. Das heißt, wenn wir da zwei Pfade haben und da einen, dann gibt es daher drei. Und wenn es hierher drei Pfade gab und da drei, dann gibt es hier sechs. Und wenn es hier sechs gab und da vier, dann gibt es da 10. Ja? Man kann dieses Bild jetzt drehen um 135 Grad und dann kriegt man das Pascalsche Dreieck. Ja? Das heißt, da stehen die Binomialkoeffizienten drin und jetzt kann man mit ein bisschen Arithmetik kann man ausrechnen, die Zahl der Pfade, also NP, Zahl der Pfade in einem N mal M Matrix ist N plus M minus 2 über N minus 1. Ja, genau. Also das kann man relativ einfach ausrechnen, über, wenn man weiß, dass das ein pascalsches Dreieck ist. So, und jetzt rechne ich aus, ja, wie war das nochmal, warum machen wir denn das? Ja, genau, und zwar gehen wir nochmal zurück auf dieses Bild. Ja. Und zwar hier oben, also für n gegen unendlich. Wenn man das anschaut, 210, 792 oder 126, 462 oder die beiden, das Verhältnis hier draus, das ist etwa 4. Das ist auch etwa 4, das ist auch etwa 4. Also wenn ich n und m beide um 1 erhöhe, das wäre ja so ein diagonaler Schritt weiter hoch, ja, dann geht es immer um etwa einen Faktor 4 weiter. Und genau das möchte ich jetzt beweisen. Ja? Weil, wir haben ja gesehen, unsere Rechenzeit wächst proportional zur Zahl der Pfade. Wenn das hier immer ein Faktor 4 ist, wenn wir dann unser Rechteck um 1 größer machen, hier und hier, dann wächst offenbar die Zahl der Pfade immer um einen Faktor 4. Ja? Und wenn die Zahl der Pfade immer um einen Faktor 4 wächst, dann können wir ganz leicht sagen, unsere Rechenzeit t von n, n, also nehmen wir jetzt einmal ein Quadrat, gleich lang, gleich breit wie hoch. Da haben wir ja gesagt, das ist n plus m minus 1 mal q.
Und Q war die Zahl der Pfade. Und die Zahl der Pfade Q, wenn das immer um einen Faktor 4 wächst, da können wir dann sagen, Q ist dann Konstante mal 4 hoch n. Ja? Wenn ich von hier, wenn ich n und m um 1 erhöhe und das Ganze wächst um einen Faktor 4, dann geht es praktisch so hoch. Dann können wir sagen, proportional 4 hoch n. So, okay. Und deswegen rechnen wir jetzt aus np von m plus 1 und n plus 1 geteilt durch np von m, n. Also den Quotienten, genau den Quotienten, von dem ich ja vermute, dass er 4 ist. Ja? Also das kann man ausrechnen. Ich nehme diese Zahl und dann das gleiche mit m und n. Ich nehme das hier, das kommt im Nenner und dann mit m plus 1 und n plus 1 im Zähler. Wenn man es ausrechnet, kommt das hier raus. Und jetzt gehen wir noch her und setzen m gleich n. Wenn wir m gleich n setzen, also sprich der quadratische Fall, dann steht hier 1 und da 1. Das heißt, wir kriegen 1 plus 1 plus 2 macht 4. Und da kriegen wir minus 1 durch m minus 1 durch n. Für n gegen unendlich können wir das vernachlässigen. Das heißt, wir kriegen 4 raus. Das ist damit gezeigt. Also für m gleich n und n gegen unendlich ist es ungefähr 4. Und damit können wir sagen, die Zahl der Pfade wächst proportional 4 hoch n. Ja gut, okay. Das heißt, die Rechenzeit von unserem naiven Algorithmus, um die optimale Pfadabbildung zu finden, ist dieser Wert mal 4 hoch n. Ja? Genau. So. Ja, und jetzt schauen wir uns den Dynamic Programming Algorithmus an, nämlich das Dynamic Time Warping. Genau. Das hätte eigentlich ein Groß-Omega sein sollen, aber das ist jetzt egal. Beziehungsweise im Moment. Ja, eigentlich ein Groß-O. Gut. So, der Trick jetzt hier ist der, dass wir, schauen wir gerade nochmal das Bild an. Der Trick ist der, oder die Idee ist die, wenn es bis hierher 20 verschiedene Pfade gibt und ich quasi irgendeinen optimalen Pfad hierher gefunden habe, dann muss ich, wenn ich einen optimalen Pfad hierher suche, nicht da alles nochmal durchsuchen, sondern ich muss eigentlich nur noch von da nach da weiter optimieren. Das ist so ungefähr die Idee. Ja? Das heißt, auch hier ist es wieder so, das ist wieder ein Problem, wo wir durch lokale Optimierung ein globales Optimum finden können. Wir müssen nicht alle kombinatorisch alle Pfade durchsuchen. Ja. So, und was macht man? Wir bestimmen uns aus dieser Abstandsmatrix d, klein dij, eine akkumulierte Abstandsmatrix, wo die Summe aller Abstände drinstehen. Ja, von unserem linken unteren Eckknoten bis zum aktuellen Knoten. Und wenn wir die Summe aller Abstände drin haben, dann brauchen wir die nicht andauernd wieder neu berechnen. Das ist die Idee. Okay. Und wir betrachten, also wenn wir starten in unserer Matrix rechts oben. Das ist die Idee. Also erst einmal, wir erzeugen die akkumulierte Abstandsmatrix. Allererster Schritt, wir erzeugen die normale Abstandsmatrix. Dann bilden wir die Summen. Das heißt, hier drin steht, das ist auch noch wichtig. Moment, das stand doch auf der Folie davor. Genau, das haben wir hier geflissentlich gerade übergangen. Das dürfen wir nicht. In dm-dach, n-dach. Also, wenn wir jetzt irgendwo sind, zum Beispiel hier, in diesem Feld hier drin. Ja?
Wenn wir hier drin sind, welchen Wert schreiben wir da rein? Wir haben jetzt schon die akkumulierten Werte bis hierher, nämlich, das tun wir jetzt mal farbig markieren, farbig, relevant sind diese drei Felder. Weil nur von den dreien kann ich daher kommen. Und welchen Wert schreibe ich da jetzt rein? Naja, ich schreibe rein, ich suche mir das Minimum von diesen drei Werten. Den besten von den dreien. Ja? Das ist das, was hier steht. Das ist das Minimum von den dreien. Und dann addiere ich noch den Abstand, also dann addiere ich noch den Wert dazu, der hier drin stand. Also ich nehme den Wert plus das Minimum von den dreien. So, und das ist der Trick. Es genügt uns für die Optimierung, immer nur solche lokalen Minima zu suchen. Ja? Ich brauche nicht unter allen Pfaden minimieren, sondern nur so lokal minimieren. Das ist der Trick. Und das führt dann zur globalen Abstandsmatrix. So. Und jetzt, wenn wir diese globale Abstandsmatrix haben, dann gehen wir her und starten rechts oben. Start in DMN. Dann schauen wir die Nachbarpunkte an. Das sind ja eben diese drei Nachbarpunkte. Und wiederhole, bis D11 erreicht. Also bis wir hier unten sind. Falls Rand erreicht, folge dem Rand. Also, falls Rand erreicht, bis D11, also... ja, wir müssen aufpassen, falls wir quasi also das ist gemeint mit Rand. Wenn wir mal da unten angekommen sind, dann können wir bloß nur so weitergehen. Genauso, wenn wir hier angekommen sind, dann können wir nur so weitergehen. Ja? Andernfalls wähle den Nachbarn mit minimalem Wert D. Also, wenn wir jetzt irgendwo hier in der Mitte sind, dann wählen wir halt den von den drei Nachbarn, den mit dem minimalen Wert. Und so kriegen wir dann tatsächlich den minimalen Pfad. Okay, ja, und der Rechenaufwand, übrigens der Rechenaufwand, um den Pfad zu finden, der ist linear in N. Ja, der ist linear, wir gehen einmal so einen Pfad durch. Der größte Aufwand ist der, den wir haben, um die Matrix zu berechnen. Ja. So, und der ist O von N, M, so groß wie die Matrix ist. N mal M, O von N mal M, und für M gleich N ist das O von N Quadrat. So, das heißt... Dynamic Time Warping bringt einen riesigen Gewinn. Wir kommen von diesem Aufwand, den wir hier hatten, n plus m mal 4 hoch n, kommen wir auf n Quadrat runter. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Ja? Also von 4 hoch n auf n Quadrat. Und zwar wieder, weil wir quasi durch lokale Optimierung ein globales Optimierungsproblem lösen können. Okay, jetzt kommen wir zu unserem letzten Problem, Lernen durch Verstärkung. Das haben wir in KI kennengelernt, immer dann, wenn es darum geht, einen Agenten zu finden, der irgendwelche Probleme optimal löst, und dieser Agent wird jetzt nicht programmiert, sondern der macht Aktionen und kriegt von der Umgebung Feedback. Also so ein Agent, der steht ja andauernd in diesem Loop mit der Umgebung, der macht eine Aktion. Diese Aktion verändert die Welt, nämlich die Umgebung inklusive den Agenten selber. Dann kriegen wir einen neuen Zustand. Und in diesem neuen Zustand muss er wieder eine optimale Aktion auswählen. In diesem Loop ist er. Ja? So, und jetzt ist der Agent lernfähig. Das heißt, während der Lernphase kriegt der Agent von der Umgebung zusätzlich noch eine Belohnung, ein Feedback. Und basierend auf diesem Feedback, auf dieser Belohnung, sollte er eben eine Policy, eine Strategie lernen, und das sehen wir jetzt hier. Also wir haben so... wir haben einen Zustand ST zum Zeitpunkt T, machen eine Aktion AT, das führt uns über nach ST plus 1, und zwar ist das die sogenannte Zustandsübergangsfunktion. Außerdem kriegen wir Feedback. Zum Zeitpunkt T, so ein Reward RT,
Größer 0 positive Verstärkung, gleich 0 keine, kein Feedback und kleiner 0 negative Verstärkung. So. Und gesucht ist jetzt so eine Strategie Pi. Das ist eine Abbildung von Zustand nach Aktion. Genau das hier. In dem Zustand ST muss der Agent ja schließlich eine Aktion auswählen. So, und das ist eine Strategie, die ist gesucht. Und zwar gesucht ist eine optimale Strategie. Und eine Strategie ist optimal, wenn sie langfristig die Belohnung maximiert, fällt jetzt leider hier auf dieser Folie. Langfristig die Belohnung maximiert. Das ist gesucht. So. Dieses langfristig die Belohnung maximieren, das formulieren wir jetzt in diese Formel. Und zwar, das ist die sogenannte Wertfunktion. Das ist der Wert einer Strategie. Und zwar ist das die Belohnung zum Zeitpunkt T plus die Belohnung zum Zeitpunkt T plus 1 plus T plus 2 und so weiter. So, aber wir gehen jetzt her und multiplizieren alles, was nicht unmittelbar sofort jetzt ist, sondern weiter in der Zukunft. Das interessiert uns momentan nicht so stark. Deswegen schwächen wir das ab mit diesem Faktor Gamma und kriegen diese abgeschwächte Belohnungsfunktion. Also das kann man so motivieren, aber man kann es natürlich auch, wenn man das anschaut, wenn das Gamma hier weg wäre oder Gamma gleich 1, hätte man hier eine unendliche Summe, die einen unendlichen Wert annimmt. Zumindest dann, wenn die Belohnungen nicht praktisch alle 0 sind. Und das ist natürlich mathematisch äußerst unangenehm. Wenn wir hier aber ein Gamma kleiner als 1 haben, dann ist das, dann konvergiert diese Summe. So, hier nochmal eine Strategie, Pi Stern heißt optimal, wenn für alle Zustände S V Pi Stern von S größer gleich V Pi von S. Also klar, der Wert, den Pi Stern liefert, ist mindestens so gut als der von allen anderen Strategien. Okay, jetzt handelt es sich hier um einen Markov-Entscheidungsprozess, ganz wichtig im Folgenden. Die Belohnung einer Aktion hängt nur vom aktuellen Zustand und der aktuellen Aktion ab. Nicht von dem, was in der Vergangenheit irgendwann davor war. Das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert nur der aktuelle Zustand und die aktuelle Aktion. Das ist ein Markov-Entscheidungsprozess. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben so einen Zustandsraum, und zwar hier einen zweidimensionalen Zustandsraum, der so ein Gitter ist. Ja? Also ich bin vielleicht hier, wir können uns jetzt vorstellen, zum Beispiel in so einer Grid-World, so ein zweidimensionales Adventure-Spiel zum Beispiel. Unser Spielagent, der kann sich jetzt, wenn er hier ist, bewegen nach links, nach unten, nach oben und nach rechts. Das heißt, er hat 4 Möglichkeiten. Deswegen steht da die 4 drin. Er kann in dem Zustand 4 Aktionen machen, in jedem anderen Zustand auch. Übrigens in den Randzuständen, da nehme ich jetzt, damit es einfacher wird, mal an, dass wir periodische Randbedingungen haben. Also sprich, der kann sich hier nicht nur nach oben, nach unten und nach links bewegen, sondern wenn er nach rechts geht, dann ist es wie ein Torus, dann kommt er quasi hier wieder an. Ja? Und wenn er hier nach unten geht, dann kommt er da oben wieder an. So. So haben wir in jedem Zustand 4 Aktionen. Wir haben insgesamt 5 mal 5 macht 25 Zustände. Wie viele Strategien haben wir jetzt? Was ist denn eine Strategie? Eine Strategie ist eine Abbildung von der Menge aller Zustände auf die Menge aller Aktionen. So. Die Menge aller Zustände sehen wir hier. Hat 25 Werte. Ja? Und eine Strategie muss also jetzt jedem Zustand einen von 4 Werten zuordnen. Also vielleicht male ich da doch jetzt einmal kurz rein in die Folie. So, ja, wir fangen einfach mal, also wir malen jetzt einmal hier. Also in dem Zustand habe ich 4 mögliche Aktionen.
Und in jedem anderen auch. Also in dem habe ich auch 4 mögliche Aktionen. So. Das Bild wird ziemlich schnell ziemlich unübersichtlich, wenn ich das jetzt alles einzeichne. Bloß mal, um klar zu machen, was das bedeutet. Und ich wische das auch sofort wieder aus, weil wir malen jetzt was anderes rein. Für diesen Zustand hier links unten haben wir 4 Möglichkeiten für diese Abbildung. Und zwar für eine Strategie. Um eine Strategie zu finden, habe ich hier 4 Möglichkeiten. Jetzt wähle ich mal eine aus, die hier. Dann für den Zustand habe ich auch wieder 4 Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel die hier auswählen. Und für den Zustand habe ich auch wieder 4 Möglichkeiten, da kann ich die hier auswählen. Und da habe ich wieder 4 Möglichkeiten und da wieder 4 und so weiter. Wichtig ist, eine Strategie muss jedem Zustand, also jedem Knoten hier, genau einen von 4 Pfeilen zuordnen. Jetzt, wie viele Möglichkeiten gibt es hier für solche Strategien? Naja, ich habe hier 4 Möglichkeiten, da 4 Möglichkeiten, da und die multiplizieren sich alle miteinander. Also 4 hoch 25 Strategien macht etwa 1,13 mal 10 hoch 15 Strategien. Bei diesem winzigen Zustandsraum mit nur 25 Zuständen und jeweils nur 4 Aktionen gibt es 1,13 mal 10 hoch 15 verschiedene Strategien. Oder anders gesagt, bei n Zuständen, ja, das definiert unsere Problemgröße jetzt. Bei n Zuständen haben wir hier in dieser zweidimensionalen Welt 4 hoch n verschiedene Strategien. So. Ja, und jetzt gehen wir her und schauen uns mal an, wir müssen hier nochmal zurück. Damit, mit dieser Formel, haben wir jetzt eigentlich unseren naiven Algorithmus für das Lernen durch Verstärkung schon definiert. Nämlich, was machen wir? Naja, wir probieren jede von diesen 4 hoch 25 Strategien aus und messen die langfristige Belohnung, die unser Roboter kriegt. Und dann vergleichen wir diese 4 hoch 25 verschiedenen langfristigen Belohnungswerte und nehmen die besten. Es ist klar, dass das rechenzeitmäßige Problem bedeutet. Wir müssen 10 hoch 15 Mal unseren Roboter laufen lassen. Das werden wir nicht so leicht hinkriegen. So, und die Wertiteration, was wir in der KI ja kennengelernt haben, die macht es jetzt besser. Der Richard Bellman 1957 hat Folgendes gesagt: Unabhängig vom Startzustand und der ersten Aktion AT müssen ausgehend von jedem möglichen Nachfolgezustand alle folgenden Entscheidungen optimal sein. Das ist wieder sowas wie diese Markov-Annahme. Das heißt, ich kümmere mich mir nur um meine aktuelle Entscheidung und nehme an, dass ich dann in der Zukunft alles optimal mache, weil dann kann ich lokal nur die aktuelle Entscheidung optimieren. Ja? Wir kriegen eine global optimale Strategie durch lokale Optimierungen. So. Ja. Hier steht nochmal die Aufgabe, wir wollen diese langfristige Belohnung optimieren und eine optimale Strategie finden. Dann hier, ich meine, das ja, werden wir jetzt nicht genau alles im Detail nochmal durchgehen, aber gesucht ist eine Strategie, die mir meine langfristige Belohnung maximiert. Wenn man das jetzt kurz durchrechnet und diese Bellman-Annahme einsetzt, dann kommt man auf diese rekursive Bellman-Gleichung für diese Wertfunktion. Und da sieht man, wir müssen jetzt eben nur noch lokal maximieren. Das heißt, und zwar Maximum über alle A. Es geht ja um die Frage, wenn ich in irgendeinem Zustand bin, welche von den 4 Aktionen mache ich denn jetzt? Naja, die Antwort lautet, wir machen die Aktion, bei der
der momentane direkte Reward plus Gamma mal, also die abgeschwächte Wertfunktion von dem Nachfolgezustand, das muss maximiert werden. Das heißt, es genügt völlig, lokal zu maximieren, eine lokale Maximierung zu machen, um diese Wertfunktion zu bestimmen. Und daraus bestimmt sich dann auch direkt die Strategie, weil die Strategie ist nichts anderes als die Aktion, die diesen Wert, also hier steht ja nochmal das Gleiche, maximiert. Und das ist dann eben eine Iterationsvorschrift für diesen Lernalgorithmus. Also für den Algorithmus, der mir die optimale Strategie liefert. So, ja. Und jetzt, hier haben wir jetzt das Bild, wieder so eine zweidimensionale Gridworld. Und am Anfang stehen überall als Werte 0 drin. Und jetzt wenden wir genau diese Update-Regel hier auf jedes Feld wiederholt an. Nach der ersten Iteration kriegen wir diese Werte. Nach der zweiten und so weiter. Und das konvergiert irgendwann. Das sind dann die konvergierten Werte. Ja, was man sieht ist, wieder, wir haben so eine Matrix aus Werten und auf dieser Matrix tun wir optimieren. Ja? Und zwar immer nur lokal, wenn ich jetzt hier drin bin und den neuen aktualisierten Wert berechnen will, dann schaue ich mir die Nachbarfelder an und optimiere und wir kriegen dann eine global optimale Wertfunktion, indem wir in jedem Schritt nur immer lokal optimieren. Ja, genau. Und wenn wir die Wertfunktion haben, dann können wir durch diese Maximumbildung auch unsere Pfeile, sprich die optimalen Aktionen festlegen. Und hier haben wir jetzt zwei optimale Strategien, die sind beide gleich gut. Okay, ja, die Komplexität verglichen, naiver Algorithmus und Wertiteration. Wenn wir jetzt als A nehmen wir die Anzahl pro Zustand. In unserem zweidimensionalen Beispiel war das 4. Hätten wir eine dreidimensionale Welt, wären das immer 6 Aktionen, könnten aber auch viel mehr noch sein. Dann N ist die Zahl der Zustände. Wenn wir kombinatorische Suche machen, dann wächst die Rechenzeit proportional A hoch N. Bei der Wertiteration, da kann ich jetzt leider nichts angeben. Das ist leider ein bisschen frustrierend. Und zwar bei der Wertiteration, das ist ja so ein Algorithmus, so ein iterativer Algorithmus, bei dem diese Wertfunktion für t gegen unendlich konvergiert gegen den optimalen Wert. Aber mehr gibt uns die Theorie da leider nicht her. Ja? Und deswegen kann ich leider nicht sagen, wie lange wir da brauchen, bis sich quasi die optimale Strategie rauskristallisiert hat. Da gibt es leider keine Abschätzung. Aber erstens haben wir eine Konvergenzgarantie. Wir wissen, der Algorithmus konvergiert garantiert immer unter bestimmten Voraussetzungen. Und außerdem haben wir oft eine relativ schnelle Konvergenz. Und ich meine, man kann natürlich jetzt noch praktisch argumentieren. Wir haben ja unser kleiner Krabbelroboter, der hat genauso einen zweidimensionalen 5x5 Zustandsraum und hat auch etwa so viele Aktionsmöglichkeiten. Und der lernt innerhalb von 30 Sekunden eine sehr gute Strategie. Wenn der das so naiv machen würde, dann würde der ja Millionen brauchen, um das zu lernen. Weil der müsste so viele Strategien tatsächlich durchprobieren. Ja. Und ich meine, so ein Roboter braucht, um eine Strategie auszuprobieren, mehrere Sekunden. Also, dann rechnen Sie mal aus, was 10 hoch 15 Sekunden sind. Ja. 10 hoch 7 Sekunden sind etwa ein Jahr, also sind wir bei 10 hoch 8 Jahren. Also wir sehen, die Wertiteration ist viel besser als dieses naive kombinatorische Ausprobieren. Leider gibt es da keine Komplexitätsschranke dafür. Okay, gut.
Ja, damit wären wir jetzt durch und hier haben wir jetzt in der Tabelle nochmal einen Vergleich dieser vier Probleme, die wir uns angeschaut haben. Also, Wortproblem kontextfreier Sprachen, naiver Algorithmus, kombinatorische Suche, Komplexität m hoch n. Dynamische Programmierung ist der CYK-Algorithmus mit n hoch 3 mal m. Knappsack, rekursiv m hoch n, wie hier auch. Iterativ mit dieser, stimmt gar nicht, ist ja ein Vektor, den wir immer wieder aktualisieren, da haben wir dann n mal m. Wir sehen, das muss nicht immer gleich sein. Also hier haben wir m hoch n, da m hoch n. Da schaffen wir es nur auf n hoch 3 mal m und da auf n mal m. Aber tatsächlich ist das auch das schwierigere Problem. Das Angleichen von Trajektorien mit kombinatorischer Suche, 4 hoch n, mit Dynamic Time Warping, n². Lernen durch Verstärkung. Strategien einfach auch kombinatorisch aufzählen, a hoch n, Wertiteration, Fragezeichen, aber auch viel schneller. Und jetzt ist es so, dass das sind nur ein paar wenige Probleme, die mit dynamischer Programmierung optimiert werden können. Wenn wir da bei Wikipedia, schauen Sie mal rein, und zwar im englischsprachigen Wikipedia, da hat es wirklich eine ganze Menge Beispiele aufgezählt, und ich habe hier einige von denen mal rausgenommen, einfach so, um das zu sehen. Zum Beispiel die Fibonacci-Funktion. Das kennen Sie ja aus Grundlagen der Informatik vermutlich. Die Fibonacci-Funktion heißt ja folgendermaßen. F von 0 gleich F von 1 gleich 1 und F von n ist gleich f von n minus 1 plus f von n minus 2. So. Jetzt kann man, im Prinzip ist das schon ein rekursiver Algorithmus. Ja? Ich sage f von n ist gleich und jetzt kommt if n gleich 0, 1, if n gleich 1 auch 1, else f von n minus 1 plus f von n minus 2. Wenn wir das so naiv rekursiv programmieren, dann kriegen wir nämlich einen binär verzweigenden Rekursionsbaum. Also da haben wir f von n und dann, ja, schreiben wir das so hin, n, n minus 1, n minus 2. Für n minus 1 kriegen wir hier n minus 2, n minus 3. Da kriegen wir n minus 3, n minus 4. Und so weiter. Das heißt, die Rechenzeit, um diese billige Funktion zu berechnen, wächst so grob proportional 2 hoch n. Ja? Weil die Tiefe von dem Baum ist n, binär verzweigend. Wir haben exponentielle Rechenzeit, um sowas super Billiges auszurechnen. Wie geht es besser? Das wissen Sie sicher auch alle. Ja, dann zeige ich einmal Folgendes. Hier zum Beispiel, wir machen viel redundante Berechnungen. Wir rechnen hier f von n minus 2 aus, da rechnen wir es auch aus. Zweimal rechnen wir das gleiche aus. Da rechnen wir f von n minus 3 aus und da auch. Und wenn der Baum dann groß und tief wird, dann machen wir fast nur redundante Berechnungen. Wir rechnen ganz viele Zwischenergebnisse extrem oft aus. Wie verhindert man das? Speichern uns die Ergebnisse ab. Wir speichern uns die Zwischenergebnisse ab, ganz klar. Ja, und dann geht es ganz billig mit einer linearen, also mit einer Vorschleife. Also das sieht man auch, wir können sofort durch diese billige Idee von 2 hoch n auf linear kommen. So, dann weiter den Dijkstra-Algorithmus, den kennen wir auch. Das ist ein Algorithmus, um in einem Graphen die kürzesten Verbindungen von A nach beliebigen Punkten zu finden.
Türme von Hanoi ist auch ein klassisches Beispiel für rekursive Programmierung und auch da ist es so. Das kann man billig kombinatorisch lösen, also billig, was die Idee betrifft, aber mit viel Rechenzeit. Oder da gibt es eben auch so einen Algorithmus, der das Problem optimiert und dann von exponentiell auf polynomiell kommt. Matrix-Kettenmanipulation ist auch ein lustiges Beispiel. Vielleicht tue ich das auch noch kurz veranschaulichen. Oh, wir sind schon wieder am Überziehen. Eigentlich wollte ich heute ja früher fertig machen, sorry. Aber wir sind demnächst fertig. Aber das, ich meine, da gibt's halt einfach ein paar schöne Aufgaben noch aus der Mathematik und Informatik. Also Matrixmultiplikation. Und zwar, wir wissen, dass die Multiplikation von Matrizen assoziativ ist. Also wenn ich A mal B mal C rechne, dann kann ich das so machen, aber ich kann es auch so machen. Da kommt das Gleiche raus. Ja? Aber die Rechenzeit hier und da ist nicht die gleiche. Das kommt darauf an, wie die Matrizen aussehen. Also wenn man zum Beispiel die Matrix B, nehmen wir an, das wäre jetzt B, und die Matrix C, die muss natürlich, deren Höhe muss gleich sein wie die Breite von B. Nehmen wir jetzt einmal das als C. So. Und, ja. Und jetzt haben wir noch eine Matrix A, auf die wir B drauf multiplizieren. Da muss es so sein, deren Breite muss gleich sein wie die Höhe von B. Nehmen wir jetzt zum Beispiel das als A. Ja? So. Und jetzt nehmen wir mal hier M, N, N, P, P, Q. So müssen die Verhältnisse sein. Die beiden müssen zusammenpassen und die. Ja? So, und wenn man jetzt hergeht, ich mache das jetzt nicht mehr, das können Sie sich selber überlegen. Ja? Wenn man jetzt hergeht und die Rechenzeit ausrechnet, wenn wir es so machen und wenn wir es so machen, dann kommen andere Formeln raus. Ja? Bei der einen, also es sind immer zwei Werte, die quadriert werden. Wir haben ja hier vier Werte, M, N, P, Q, oder? 1, 2, 3, 4, genau. Immer zwei Werte werden quadriert bei der Rechenzeit und die anderen beiden nicht. Aber es sind hier zwei andere, die quadriert werden als da. Und da kann man zeigen, dass sich, wenn die Matrizen groß werden, wenn die in Größenordnungen 1000 gehen, dann macht es ruckzuck einen Faktor 10 hoch 6 aus, wenn ich es in der richtigen Reihenfolge multipliziere. So, viel interessanter wird es natürlich noch, wenn ich jetzt viele Matrizen habe, die ich nacheinander alle miteinander multipliziere, dann gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, wie ich klammere, das heißt ganz viele Reihenfolgen und siehe da, wir haben wieder ein kombinatorisches Optimierungsproblem. Die Frage ist, welche Reihenfolge von der Kettenmatrix-Multiplikation ist die optimale und auch da gibt es eine Dynamic Programming-Lösung. Ähnlichkeit von DNA-Sequenzen, da kenne ich mich gar nicht aus, aber das ist ja diese Bioinformatik-Richtung. Da gibt es ja Leute, die sich nur mit diesem DNA-Sequenzierung beschäftigen. Und jetzt ist eine ganz wichtige Aufgabe, zum Beispiel in der Kriminalistik. Ja? Ich habe irgendeine DNA-Probe vom Tatort und dann eine von oder viele DNA-Proben von Verdächtigen. Und jetzt ist natürlich, geht es darum, ist die DNA-Probe vom Tatort ähnlich genug zu einem von den Verdächtigen? Und diese Berechnung der Ähnlichkeit von DNA-Sequenzen ist natürlich eine nicht triviale Aufgabe, weil DNA-Sequenzen extrem lang sind. Ja? Okay, String-Algorithmen, zum Beispiel längster gemeinsamer Teilstring. Ich habe zwei lange Strings und jetzt ist die Frage, haben diese beiden sehr langen Strings gemeinsame Substrings? Und welches ist der längste gemeinsame Substring? Auch hier kann man wieder mit Dynamic Programming das Ganze optimieren. Also ich meine sowas, solche Algorithmen sind zum Beispiel interessant für so Befehle wie der Diff-Befehl unter Unix. Ich habe zwei Dateien
und möchte herausfinden, wo unterscheiden die sich. Ja? Dann gibt es den Viterbi-Algorithmus für Hidden Markov-Modelle. Da geht es dann darum, ich glaube, in so Hidden Markov-Modelle irgendwelche Listen von verdeckten Knoten zu finden, aber das weiß ich auch nicht so genau. Dann gibt es den Floyd-Algorithmus. Der Floyd-Algorithmus ist auch aus der Graphentheorie ein Algorithmus für das APSP-Problem. APSP steht für All Pairs Shortest Path. Also ich habe jetzt einen Graphen mit vielen Knoten und jetzt möchte ich für jedes Paar von Knoten die kürzeste Verbindung wissen in dem Graphen. Dann den Selinger-Algorithmus aus der Datenbanktheorie, so eine Query-Optimierung für Datenbanken, TSP-Algorithmus. TSP-Algorithmus haben wir vorhin ja gesehen, da ist bewiesen, der ist NP-vollständig. Also beim TSP-Algorithmus, da können wir nicht hoffen, dass wir von exponentieller Komplexität auf polynomiell kommen. Das kriegen wir nicht hin. Aber wir können, wir bleiben zwar exponentiell, werden aber ein bisschen besser. Oder es gibt auch Dynamic Programming für TSP, wo wir dann sehr schnell polynomiell nämlich eine fast optimale Lösung finden. Das ist so ähnlich wie bei unserem Wertiterationsalgorithmus, den wir gerade eben gesehen haben. Dann gibt es noch einen Recursive Least Squares Algorithmus, das Korrespondenzproblem in der Stereovision. Bei der Stereobildverarbeitung, wenn ich eine Stereokamera habe, diese Abstandsberechnung bei der Stereokamera, die funktioniert nur dann, wenn ich immer auf zwei Bildern korrespondierende Punkte finde. Also wenn ich, was weiß ich, ich schaue jetzt hier auf diesen Lichtschalter und dann kann ich Triangulation machen auf diesen Punkt. Aber dann muss natürlich mein linkes Auge sehen, aha, der Punkt ist im rechten Auge jener. Also die korrespondierenden Punkte zu finden, auch hier kann man Dynamic Programming anwenden. Oder der Bellman-Ford-Algorithmus, das ist auch wieder in der Graphentheorie ein spezieller Wegesuchalgorithmus. Okay, das nur einige solche Probleme. Also Dynamic Programming ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Okay, und damit sind wir doch... sorry, noch ein paar kurze Bemerkungen. Also, von unseren vier Beispielen und auch von diesen anderen aufgelisteten, die meisten sind kombinatorische Suchprobleme. Oder, wenn man sie naiv angeht, tut man kombinatorisch suchen. Ja? Bei dem CYK-Algorithmus, der fällt so ein bisschen aus der Rolle, ist aber auch einer der interessantesten. Der behandelt quasi viele Äste im Suchbaum simultan, dadurch, dass der in die Matrix-Elemente immer mehrere Variablen reinschreibt. Bei allen anderen, also bei den meisten anderen, ist es so, dass eine lokale Optimierung zu einem globalen Optimum führt. Okay, und genau diese Eigenschaft, dass wir durch lokale Optimierung ein globales Optimum finden, diese Eigenschaft haben die wirklich schwierigen Probleme nicht. Also TSP zum Beispiel hat nicht die Eigenschaft, dass wir garantiert das globale Optimum durch eine lokale Optimierung finden. Sondern bei TSP ist es zum Beispiel so, da können wir zwar durch lokale Optimierung, also wir schauen, welche Stadt nehme ich als nächste, aha, die ist am nächsten dran, dann finde ich für, naja, im Mittel, also sagen wir mal, dann finde ich meistens eine fast optimale Lösung. Ja? Aber nicht garantiert die allerbeste. Okay, ja gut, das wäre es dann. Damit sind wir fertig und können tatsächlich mit 20 Minuten Überstunde heute Nachmittag das Semester beenden.